Speziellen Abend. Heute sind spezielle Gäste da, heute ist ganz exklusives Publikum, heute läuft es ganz anders als bei der Vernissage. Heute ist alles improvisiert, ich habe nichts vorbereitet, keine Rede werde ich davon stapeln lassen, aber trotzdem ein paar Worte müssen gesagt werden. Es muss irgendwie eine offizielle Finissage, wie auch immer, geben. Ja. Wenn wir uns begegnet sind, nennen Sie sich die Mehrzahl von Venus. Wie ist es dazu gekommen? Ich habe eine von den dreien kennengelernt und sie gebeten, für mich Modell zu stehen. Dann hat sie vorgeschlagen, dann hat sie mir eröffnet, dass sie eigentlich Schauspielerin ist. Und hat gesagt, ob das nicht möglich wäre, dass sie, sie hat noch eine Freundin, sie hätten ein paar Texte, ob sie vielleicht in meiner Ausstellung ein paar Texte lesen könnten. Und ich habe gesagt, ja, naja, lest mal halt mal was vor. Und beim nächsten Mal sind sie tatsächlich gekommen zu zweit und haben ganz was Neues vorbereitet. Sie haben meinen Katalog studiert, sie haben meine Bilder studiert und sie haben gesagt, wir haben speziell für deine Bilder ganz was Neues geschrieben. Wir nennen das so Arbeitstitel Venus-Monologe. Jetzt kommen in meinen Bildern ja ständig Frauen vor. Zufälligerweise waren die Schauspielerinnen auch solche. Und sie haben sich gedacht, sie werden da irgendwie ein Programm drumherum gestalten. Nennt sich eben Venus Monologe. Und gesagt, naja gut, also die eine hat noch erzählt, die Christina hat erzählt, dass es ja sie drauf gekommen ist, es gibt ja von Venus gar keine Mehrzahl. Ja, also es gibt irgendwas, wie soll das heißen? Venus, Veni oder Venen, alle möglich, gibt nicht wirklich möglich. Und so sind wir zu dem Titel gekommen, die Mehrzahl von Venus. Ja? Die suchen wir eigentlich, die Mehrzahl von Venus. Er hat offenbar Skulpturen, die werden jetzt platziert. Ja, hier sind Podeste, die Sie sehen. Ich symbolisiere das Ideal weiblicher Schönheit. Unwiderlegbar. Den ich darstelle. Eines der bekanntesten Feen- und Götterbilder. Die griechische Göttin der Liebe und der weiblichen Schönheit. Aphrodite. Ein Bauch, der hervorsteht. Als Merkmale einer Venus eben. Die Schenkel sind naturnah dargestellt, aber etwas verkürzt. Die Geschlechtsmerkmale dargestellt. Die Füße nicht dargestellt. Und zwar. Aber ich frage Sie, muss man eine Venus sein, um Füße zu haben? Ich meine natürlich, muss man Füße haben, um eine Venus zu sein? Ganz genau. Also lassen wir das. Thank you.
Ganz klein. In einer Ecke. Eine Kopie von mir finden Sie auch im Weinstadtmuseum in Kremsen. Aber eben nur eine.